Herzlich willkommen zum Start der neuen Woche mit der Classic Mini Trophy, dem zweiten Teil aus Havanna. Los geht's. Wir sind in Kuba zu Gast. Oder auch nicht. Okay, dann sieht das wohl ein bisschen anders aus. Von Brands Hatch. Achso, wir müssen jetzt ja. Okay, dann sind wir nicht aus Havanna, sondern aus Brands Hatch. Los geht's. Drei Runden stehen uns an. Dann sendet ihr das so rum. Okay. Oder beziehungsweise zeigt das so rum. Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeisterin im Zeitfahren und eine erstklassige Tourenwagenfahrerin. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Vielen Dank, Alex. Also, wir haben hier eine klassische Rennstrecke. Wir sehen ja bei der Grid World Series alle möglichen Veranstaltungsorte und auf geht's. So, 14. Platz, warte mal, wir haben gerade ein bisschen durchgereicht, der erste ist schon vorbeigehüpft. Weil das können wir da kontern. Ah, ich komme nicht in die Lücke rein. Den kassieren. Ja, wir sind direkt dran. Einmal kassiert. So. Geht jetzt in Richtung Ziel, das heißt, wir haben gleich schon die letzte Runde. Wie gesagt, das sind alles nur so kurze Dinge. Ich kann auch nicht so viel, wie mir die Serie das einfach vorgibt. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Unser Teamkollege, wir haben für 6. Damit haben wir das Ding auch durch. Und damit fertig. Sechster also gewonnen, also nicht. Okay, dann bin ich ja auch ziemlich zufrieden, aber gut, aber die Serie haben wir gewonnen, das ist das Wichtigste erstmal. So, ja, gewonnen. Und dann können wir doch morgen nicht weitermachen mit der Mini-Challenge. Classic Mini-Trophy.
Das ist der letzte Teil sogar. Ja. Der Mini-Trophy und dann sehen wir uns wieder in Havanna. Morgen. Tschüss.